Ich spür's, Leute, ich spür's. Wir sind echt nicht mehr weit vom Ende entfernt, irgendwie. Wir kommen unserem Ziel immer näher. Schlaf, wenn die Dämmerung ihn durchflutet. Diese Markierungen erinnern mich dann aber auch wieder. Hat sich da gerade was bewegt? Hinter dem Tor. Sicher diese verfluchten Kreaturen. So weit oben habe ich sie noch nie gesehen. Bis jetzt. Denkst du, Orion könnte vielleicht sogar sie retten? Was? Für die gibt es keine Rettung mehr. Du hast gesehen, das Tor hält. Lass uns zurückgehen. Was? Seid ihr weg? Ja. Erinnere mich fast schon so ein bisschen an die aus Tomb Raider. Da gab es auch solche Markierungen. Seit Orions Segen fürchte ich gar nichts. Ich habe in Greystone einen dieser Wachbastarde erledigt. Aber diese Dinger, ich weiß nicht. Wo denkst du, kamen sie her? Aus dem Boden oder doch aus dem Meer? Ach, meinem Brummschädel nach sind sie meinen Albträumen entsprungen und aus meinem Kopf gekrochen. Wer braucht Schlaf, wenn die Dämmerung ihn durchflutet? Nein! So, liegt denn hier in die Ecke? Ich muss schlafen. Die Dämmerung naht seit langer Zeit. Hä? Oh, gut, dass der eine Armbrust in der Hand hatte. Und gut, dass der mich nicht gesehen hat, weil er dumm wie Scheiße ist, der Typ. Puh. Das war knapp, Leute. Das war knapp wieder. Aber Zob the Man. Zob the Man hat's gepackt. Hat's geschafft, ey. Wer hätte jemals an ihn geglaubt? Was? Er will ein Schleichspiel spielen? Niemals! Nie im Leben! Er kann das nicht. Er kann es ja auch eigentlich nicht, aber irgendwie, ja. Irgendwie kommt er da durch. Aber auch nicht unbedingt gekonnt. Aber er kommt durch. Na, warum rede ich von mir in der dritten Person? Bin ich dumm oder so? Komm, ein bisschen Ausrüstung, bitte. Ja, Mann. Ja, wow. Wow, ein Erstickungsfall. Den ich einmal eingesetzt habe und da hat er nicht funktioniert. In dieser Rotunde verabreicht Orion sein Heilmittel. Aaron ist hier, das spüre ich. Okay, kurz speichern. Ich verdiene Orions Segen nicht. An der Mauer von Greystone zögerte ich. Die Wachen sahen aus wie Monster in schwarzem Stahl. Das war nicht wie heute. Und doch hatten sie Angst. Sie wussten, uns hält nichts auf. Wir waren so maßlos. Jetzt ist die Brücke weg. Ein Loch in der Market Street, wo einst Menschen waren. Lieber auf dem Grund des Flusses als in der Knechtschaft der Adligen. Die Stadt wird neu erstehen, Bruder. Geschmiedet durch das Volk. Nicht in den Schmieden des Barons. Hey, was kann das? Jede Sache nach, Bruder. Geh lieber kein Risiko ein, zieh nach. Ich laufe natürlich direkt in die Falle des Todes, das war's.
War so klar, dass ich direkt in den Tod renne wieder. Oh Mann, ey, das ist so übel. Guck mal, mit meinem Skill, das ist so übel schwer. Ich habe keine Wasserpfeile, ich hab gar nichts, Alter. Gar nichts. Ich würde mal gerne die ganzen Lichtquellen ausballern. Aber nein, dann baller ich wieder drauf und es bringt nichts. Das hatten wir auch schon einmal. Supergeile Sache. Supergeile Sache. Aber hier könnte ich vielleicht auch noch. Jeder Sache nach. Bin ich schon wieder zu schnell gerannt. Kommt heraus oder verlasst diesen Ort. Hallo? Ich habe keine Zeit für Spielchen. Als hier jemand war, jetzt ist er weg. Ich fühle mich beobachtet. Mein Schädel pocht. Ich halte das nicht mehr aus. Erstmal die Lichtquelle ausmachen. Genau. Jetzt den Stuff einsammeln. Ich brauche hier eigentlich auch gar nichts mehr einsammeln, ey. Der gesagt, es gibt irgendwie kein Zurück mehr. Hat er gesagt. Die Stadt gehört uns. Und wir sind erst am Anfang. Wir können feiern, wenn wir diese Katakomben verlassen. Wie viele Männer hat sich die Dunkelheit geholt? Die Dinge darin, meinst du wohl? Ich dachte, das wäre nur eine Geschichte. Aber sie sind da draußen. Und es werden immer mehr. Wenn sie dich berühren, wirst du wie sie, heißt es. Überall Ratten. Kumpel, hau doch ab. Es geht mir nicht besonders gut. Es ist nicht die Schwermut. Es ist etwas anderes. Ja. Nicht. Sieh nach, was das war, Freund. Hat der mal gar nichts gebracht, jetzt der Weg. Der Weg hat ja mal gar nichts gebracht. Das hat ja mal gar nichts gebracht, dieser Weg. Boah, Alter, ist das ein Kotzen gerade. Das hat ja mal nichts gebracht, da bin ich raus. Ja gut, da war ich schon vor 10 Minuten. Ich verdiene Orions Segen nicht. An der Mauer von Greystone zögerte ich. Die Wachen sahen aus wie Monster in schwarzem Schatten. Ja, mit der Power von Greystone, ihr wisst es doch. Und doch hatten sie Angst. Sie wussten, uns hält nichts auf. Wir waren so maßlos. Es ist zum Kotzen. Ich sag's euch ganz ehrlich, das ist gerade übel zum Kotzen. Einfach nur. Ich hab nix. Ich probiere es nochmal, ich renne nochmal durch. Jetzt kenne ich dein Versteck, Grundgläubiger. Komm schon! Haben die mich vergessen? Ich muss die Augen offen halten.
darf ihn nicht zu nahe ranlassen. Haben die mich vergessen? Haben die mich tatsächlich vergessen? Das ist nicht deren Ernst, oder? Haben die mich vergessen jetzt? Ich baller jetzt das scheiß Ding ab. Warte mal. Aufgepasst jetzt. Aufgepasst jetzt. Ich komme dich holen, Ungläubiger! Die haben mich vergessen, Leute. Er muss hier irgendwo sein. Er ist hier. Gott, jetzt hoch. Weiter. Wir finden den Ungläubigen. Die haben mich vergessen, Leute. Die KI, Alter. Nee, oder? Oh, Gott sei Dank sind sie einfach dumm wie Scheiße. Ich hab's gepackt. Einfach durchrennen und sich verstecken, Leute. Ich brauche einen Plan. Und hier ist er. So reingehen geil. Und improvisieren. Ich bin so ein geiler Hecht. Nein, natürlich nicht. Ich weiß. So soll man es natürlich nicht zocken, aber. Es ist. Ich weiß nicht. Wie gesagt. Wir hatten mit Kapitel 5 echt das beste Level. Das beste Kapitel. Alles andere ist irgendwie so. Ich weiß nicht. Es macht schon Spaß stellenweise und so, aber. Wenn man das wirklich mit direkten Konkurrenten vergleicht, wie zum Beispiel wirklich Dishonored, dann Dishonored ist wirklich 2-3 Ticken besser. Heute zeigen wir Baron Northcrest, dass die Menschen die Lebensenergie dieser Stadt sind und beachtet werden müssen. Eure Schmerzen und Ängste sind bald vorbei. Freunde, heute ist ein guter Tag. Die Energie, die ich euch hier gebe, vertreibt jede Krankheit, die versucht, euch zu befreien. Sobald alle gesalbt sind, teilen wir dieses Geschenk mit der Welt. Jenseits dieser Küste! Was ist denn jetzt los? Was sind das denn für Gestalten? Was habt ihr getan? Ich brauche ihn! Wir brauchen ihn! Begreift doch, was ich hier zu tun versuche! Ihr müsst aufhören, Orion. Womit? Die Menschen zu beschützen? Ihnen ein besseres Leben zu geben? Ihr helft diesen Leuten nicht. Ihr verurteilt sie zum Tode. Sie fühlen sich jetzt gut, aber ihre Körper ertragen die Urkraft nicht. Nein! Taschen aus, wie immer. Ich will dich seit langem hängen sehen, Meister Dieb. Ich brauch nicht mal einen Strick. Es wird mir eine Freude sein, dich mit bloßen Händen tot zu prügeln. Es wurde auch Zeit. Ich
könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich... Wie sollen wir das denn jetzt machen? Warte mal. Verdrücke mich lieber. Zögerst deine Freude, dann versuchen wir es nochmal. Ich bin direkt gestorben? Direkt? Oh. Nee, ich will dem eigentlich auf die Schnauze. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Hoho! Okay, alles klar, mit offenem Kampf wird das nix. Wie schwach ist Garrett denn, Alter? Der ist so schwach. Ist so schwach, Garrett, ey, bitte. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke. Ist doch schon tot eigentlich, der ist doch schon tot. Meistens töte ich, weil ich muss. Dann tot. Und jetzt? Bam, Junge. Ich töte Menschen grundsätzlich nur, wenn ich muss. Im Gegensatz zu jemand anderem. Ich folge keinen Regeln, oder? Und ich versuche hier die ganze Zeit ums Verrecken da irgendwie durchzukommen, weißt du? Oh Mann, ey. Na gut, Leute, ihr müsst, aber wenn wer das komplettieren möchte, dieses Spiel, habt ihr gerade gesehen, ihr müsst ihn sogar umboxen. Ihr habt gerade ein Sammlerstück bekommen, ey. Und ich fuck mich hier die ganze Zeit ab, von wegen, der macht mich die ganze Zeit platt, sieht mich aus dem Nichts. Und, oh Gott, ich muss das alles rausschneiden. Die ganzen Fehlversuche. Ich habe jetzt locker, weiß ich, es war bestimmt der dritte, vierte Versuch. Da sind sogar Explosivpfeile drinnen. Cool. Oh Mann. Jetzt in aller Ruhe. Oh Mann, ey, jetzt in aller Ruhe. Das Schloss knacken. Nicht mit diesem Feuerteufel im Nacken.
Kapitel 7. Jäger bin ich, ja klar. Das war mir schon irgendwie bewusst. Sie waren hier, als ich mit dem General zugange war. Das ist Meeresluft. Der Ausgang muss nah sein. Na gut, Leute. Kapitel 8. Machen wir dann erst beim nächsten Mal. Ich höre dann hier erstmal auf. Und bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei euch fürs Zusehen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.